Stehen. Ausrichtung des Körpers. Die erste von 4 Übungseinheiten zu den vorbereitenden Übungen des 13er Daoyin Qigong. Eine gute Haltung ist das A und O, um das Qi fließen zu lassen. Du lernst, verschiedene Körperabschnitte so zu positionieren, dass Gelenke und Leitbahnen für das Qi durchlässiger gemacht werden. Da das Stehen etwas mehr als 20 Minuten dauert, solltest du für den Bedarfsfall einen Stuhl bereitstellen, um im Sitzen fortfahren zu können. Bei instabilem Kreislauf kann es vorkommen, dass unangenehme Reaktionen wie etwa Schwindel auftauchen. In diesem Fall sofort die Augen öffnen, herumlaufen oder in Rückenlage die Beine hochlegen. Auf alle Fälle nicht aufgeben, dein Körper wird sich daran gewöhnen. Nun wollen wir gleich zu Beginn 3 Akupunkturpunkte und 2 Energiefelder, sogenannte Dantien, kennenlernen, die nicht nur im 13er Daoyin Qigong, sondern auch immer wieder in Qigong-Übungen zum Einsatz kommen. Und dieses Kennenlernen wollen wir ganz entspannt in die Übung integrieren. Lass uns beginnen. Qigong for you, Qigong for you, Qigong for you. Stelle die Füße hüftbreit auf und parallel. Die Außenkanten der Füße sollten nicht über die seitlichen Begrenzungen der Schulter hinausgehen. Hüft-, Knie- und Fußgelenke stehen in einer senkrechten Linie übereinander. Deine Atmung geht ganz ruhig und leicht. Deine Schultern sind ganz locker und entspannt. Deine Knie sind locker und entspannt. Lege einen Finger mit der Kuppe auf den Bauchnabel. Dies ist das Dantien, eines der wichtigsten Energiefelder in unserem Körper. Alle Übungen beginnen und enden mit der Vorstellungskraft im Dantien. Neben diesem vorderen Dantien gibt es noch ein mittleres. Dies liegt in der Tiefe hinter dem vorderen Dantien zwischen Bauchnabel und Wirbelsäule. Ein weiterer Punkt ist der Qihai, 1,5 Daumenbreiten unterhalb des Bauchnabels. Alle drei sind von großer Bedeutung. Da im Qigong im Gegensatz zur Akupunktur großflächiger gedacht wird, erreichst du alle drei Regionen, wenn du die Aufmerksamkeit auf den Bauchnabel richtest, mit der Vorstellung: Bewahre deine Vorstellungskraft im Dantien. Greife mit deinen Händen die Ohrmuscheln und suche die höchste Stelle. Von dort ziehe mit deinen Fingern eine Linie in Richtung zum gegenüberliegenden Ohr, zur Mitte des Schädels. Dort, wo sich die Finger treffen, liegt der Bai Hui, das hundertfache Zusammentreffen oder auch Zusammenkunft aller Leitbahnen. Bewahre die Vorstellungskraft im Bai Hui. Dann kehre zurück zum Dantien. Lege deine Finger an die Rückseite deiner Genitalien und ziehe eine Linie in Richtung Analfalte. Auf halbem Wege, genau in der Mitte zwischen Genitalien und Analfalte, liegt der Huyin, die Zusammenkunft des Yin. Bewahre deine Vorstellungskraft im Huyin. Dann kehre zurück zum Dantien.
Deine Atmung geht ganz ruhig und leicht. Spüre die Auflagepunkte der Füße mit dem Boden. Die Fersen, die Fußballen, die Zehen. Achte darauf, dass linker und rechter Fuß gleich viel Belastung haben. Im Laufe dieser Übungseinheit wirst du vielleicht feststellen, dass manche Anweisungen gar nicht so einfach umzusetzen sind. Bleibe gelassen, erzwinge nichts. Entweder es gelingt oder es gelingt auch nicht. Durch regelmäßiges Üben wird der Erfolg kommen, das ist sicher. Deine Atmung geht ganz ruhig und leicht. Kippe die Füße bzw. schiebe die Fußknöchel so weit nach außen, dass du etwas mehr Druck auf der Fersenaußenkante spürst. Dann drücke zusätzlich den Großzehenballen in den Boden hinein. Die Druckpunkte sind Fersenaußenkante und Großzehenballen. Deine Atmung geht ganz ruhig und leicht. Die Knie sind locker und entspannt. Mit der nächsten Einatmung spanne die Knie an, strecke die Beine durch und spüre die Spannung in den Oberschenkeln und Knien bis hoch zum Gesäß. Dann mit einer Ausatmung löse die Spannung, so dass die Knie etwas nachgeben. Deine Knie sind locker und entspannt. Wiederhole das einige Male in deinem eigenen Atemrhythmus. Der Einatmung anspannen. Mit der Ausatmung lösen. Du wirst merken, dass du mit der Einatmung etwas wächst, weil die Beine sich strecken und mit der Ausatmung wieder etwas tiefer sinkst, weil die Knie sich etwas beugen. Das ist eine ganz kleine, fast eher innerlich wahrnehmbare Bewegung. Atmung geht ganz ruhig und leicht. Deine Schultern sind ganz locker und entspannt. Schließe die Übung mit einer Ausatmung ab. Deine Knie sind ganz locker und entspannt. Deine Atmung geht ganz ruhig und leicht. Nun öffne die Knie. Das ist ein leichtes Auseinanderziehen der Knie. Eine ganz kleine Bewegung nach außen, sodass der Mittelpunkt der Kniescheibe über dem Fuß oder ein wenig mehr nach außen steht. Dies geschieht mit der Vorstellung, dass die Knie gegen einen leichten Widerstand drücken und eine Spannung spürbar wird, die sich vom Gesäß über die Außenseite der Oberschenkel und Knie bis zu den Füßen aufbaut, wie die gespannte Sehne eines Bogens.
Dann lasse in der Spannung nach, sodass sich die Knie etwas nach innen bewegen. Wiederhole. Öffne die Knie, baue eine leichte Spannung auf. Dann löse sie, die Knie gehen sanft nach innen. Wiederhole dies nun in deinem eigenen Atemrhythmus, indem du mit der Einatmung die Knie öffnest und mit der Ausatmung die Spannung löst. Das Öffnen und Schließen sind ganz kleine Bewegungen und eher spürbar durch die An- und Entspannung an der Außenseite der Beine. Deine Atmung geht ganz ruhig und leicht. Das Öffnen der Knie ist mit einer Tendenz des Steigens, des Wachsens verbunden, einer sanft zunehmenden Spannung, das Schließen mit einem Lösen, Entspannen und Sinken. Das Öffnen und Wachsen geschieht mit einer Einatmung, das Schließen und Sinken mit einer Ausatmung. Atmung geht ganz ruhig und leicht. Schultern und Arme sind ganz locker und entspannt. Gesicht, Augen, Wangen, Lippen sind locker und entspannt. Achte auf die leichte Anspannung beim Öffnen und die Entspannung beim Schließen der Knie. Achte auf die steigende Wirkkraft beim Öffnen und auf die sinkende Wirkkraft beim Schließen der Knie. Achte auf die leichte Anspannung und auf die steigende und öffnende Wirkkraft beim Einatmen und auf die folgende Entspannung und auf die sinkende und schließende Wirkkraft beim Ausatmen. Komme zur Ruhe, indem die Knie leicht geöffnet bleiben, so dass eine leichte Anspannung an den Beinaußenseiten spürbar ist, die Knie aber selbst entspannt bleiben, so dass sie nicht überstreckt sind, sondern in einer sanften Tendenz zur Beugung locker gehalten werden. Atmung geht ganz ruhig und leicht. Deine Schultern sind ganz locker und entspannt. Während nun die Knie aufgespannt bleiben, übe eine schließende Kraft aus, als ob du einen großen Ball zwischen deinen Beinen zusammendrücken wolltest. Die öffnende Kraft bleibt etwas stärker als die schließende. Deine Atmung geht ganz ruhig und leicht.
Schultern und Arme sind ganz locker und entspannt. Gesicht, Augen, Wangen und Lippen sind locker und entspannt. Das Becken ist aufgerichtet, das heißt aus der Hohlkreuzstellung heraus. Der Bauch zieht sich dadurch leicht nach innen, das Steißbein sinkt in Richtung Boden. Um besser spüren zu können, legst du eine Hand auf den Unterbauch so tief, dass die Finger den Damm, den Schambereich berühren und eine Hand hinten auf das Kreuzbein. Das ist ein flacher Knochen, der an die Wirbelsäule anschließt. Wenn du mit der hinteren Hand etwas nach oben gehst, findest du in der Mitte des Rückens so knubbelige Dinger. Das sind die Wirbel bzw. die Dornfortsätze der Wirbelsäule. Wenn du an diesen entlang tiefer gehst, findest du das Kreuzbein. Rutschst du mit den Fingern am Kreuzbein noch etwas tiefer, erreichst du die Analfalte und das Kreuzbein knickt etwas nach innen ab. Dort ungefähr sitzt das Steißbein. Damm und Steißbein sind die Bezugspunkte, an denen du die Bewegungen des Beckens gut erspüren kannst. Beginne das Becken zu kippen, indem du das Steißbein nach oben ziehst, ins Hohlkreuz gehst und nach unten sinken lässt. Wenn sich das Steißbein nach oben bewegt, dann sinkt der Damm nach unten. Wenn das Steißbein nach unten sinkt, bewegt sich der Damm nach oben. Übe in deinem eigenen Atemrhythmus. Beim Einatmen wird das Steißbein angehoben. Beim Ausatmen lass es sinken. Bei der Einatmung ziehe das Steißbein nach oben. Mit der Ausatmung lass das Steißbein sinken. Dann komme zur Ruhe und stelle das Becken ein mit der Tendenz des nach unten sinkenden Steißbeins und leicht eingezogenen Bauches. Stelle dir nun vor, wie das Steißbein schwerer wird und nach unten sinken will oder als ob ein Gewicht am Steißbein hängt und dieses nach unten zieht. Dann hebe das Steißbein aktiv an und wiederhole. Lass das Steißbein schwerer werden und nach unten sinken. Fahre fort in deinem eigenen Atemrhythmus. Mit der Ausatmung sinkt das Steißbein nach unten. Mit der Einatmung ziehst du es nach oben. Mit der nächsten Ausatmung stelle das Becken so ein, dass das Steißbein seine nach unten gerichtete Tendenz beibehält. Schließe nun den Anus, als ob du ihn zum Dantien hochziehen wolltest. Dieses Schließen oder Hochziehen sollte mit ganz wenig Kraft geschehen. So, als ob du mit dem Anus ganz sanft etwas packen wolltest. Spüre, wie sich die sanfte Anspannung bis zum Huyin fortsetzt. Der Huyin
ist ein Akupunkturpunkt, der genau in der Mitte zwischen den Genitalien und dem Anus liegt. Stelle dir nun vor, wie du mit dem Schließen des Anus den Huyin mit dem Dantian verbindest. Übe nun Beckenkippen und Aktivierung des Huyin im Atemrhythmus. Beachte, dass sich nun die Bewegungsqualität verändert, da nun das Sinken des Steißbeins über die Anspannung des Anus erfolgt. Mit der Ausatmung ziehe das Steißbein hoch und entspanne Anus und Huyin. Mit der Einatmung schließe den Anus, senke das Steißbein und verbinde den Huyin mit dem Dantian. Atme aus, entspanne den Anus und lasse den Huyin sinken. Wiederhole einige Male in deinem eigenen Atemrhythmus. Deine Atmung geht ganz ruhig und leicht. Deine Schultern sind ganz locker und entspannt. Die Knie sind locker und entspannt. Gesicht, Wangen, Augen und Lippen sind ganz locker und entspannt. Lass die Bewegung ausklingen, indem du das Becken aufrichtest und der Huyin mit dem Dantian verbunden bleibt. Deine Atmung geht ganz ruhig und leicht. Nun kommen wir zur Aufrichtung der Wirbelsäule. Stelle dir vor, dass du wie bei einer Marionette am hinteren Drittel des Kopfes am Bai Hui an einem Seil aufgehängt bist und deine Wirbelsäule über dieses Seil in Streckung gezogen wird. Gleichzeitig mit der Streckung wird das Kinn leicht geneigt, nicht zu viel und etwas zurückgezogen. Das wiederholen wir im Rhythmus der Atmung. Ausatmen, lösen. Du sinkst leicht zusammen und das Kinn geht ein klein wenig nach oben. Einatmen. Aufrichten, ausatmen, lösen. Aufrichten und lösen sind ganz kleine Bewegungen. Sie sind eher durch eine sanfte An- und Entspannung spürbar. Deine Atmung geht ganz ruhig und leicht. Achte immer darauf, dass das Steißbein der Gegenpol ist. Das Steißbein zieht nach unten, das Seil streckt die Wirbelsäule nach oben. Bei der Einatmung nimmt die auseinanderstrebende Spannung der beiden Pole zu. Beim Ausatmen lässt diese auseinanderstrebende Spannung etwas nach. Einatmen, aufrichten, ausatmen, lösen. Deine Atmung geht ganz ruhig und leicht. Spüre das Auseinanderstreben der Pole beim Einatmen, das sanfte Annähern der Pole beim Ausatmen.
Spüre, wie beim Einatmen der Baihui nach oben gezogen wird, das Steißbein nach unten. Beim Ausatmen sich die Spannung löst, Baihui und Steißbein sich etwas annähern. Zum Schluss noch einmal aufrichten und in dieser Position bleiben. Deine Atmung geht ganz ruhig und leicht. Schultern und Arme sind ganz locker und entspannt. Die Knie sind locker und entspannt. Gesicht, Augen, Wangen und Lippen sind ganz locker und entspannt. Deine Aufmerksamkeit ruht im Dantien. Dann öffne Augen und Anus und stimme dich ein auf die Aufgaben des Alltags, die du nun voller Kraft und Energie mit Leichtigkeit lösen wirst.